Ja, die Fans im Stadion, bla, pipapo, das ist nett, Choreografie, ja, ist ja ganz nett. Aber jetzt, vor allem die da oben, die merken jetzt mal, wie das ist. Also ich finde, jetzt musst du eigentlich sagen... Fußball, der Sport schlechthin in Deutschland, so gut wie alle fahren irgendwie drauf ab und sei es nur, es selbst hin und wieder zu betreiben. All das ist momentan nicht möglich. Fußball auf dem Bolzplatz findet nicht statt, Fußball im Fernsehen findet nicht statt, Fußball in Stadien findet nicht statt und wer weiß, wann das wieder stattfindet. Schlimm für solche, die quasi ihre ganze Existenz auf Fußball begründen, stelle ich mir vor und deswegen frage ich sie. Herzlich willkommen zu Bubbles. Ich rede jetzt mit Freddy und Jakob von Wumms. Moin Moin. 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 Hallo. Ja, kurz und knapp, wie geht's euch? Wie schlimm ist der Entzug? Puh, Freddy, magst du anfangen? Weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für Jakob ist es nicht, also schlimmer als bei mir, weil Jakob ist ja Stuttgart-Fan und da sieht es gut aus, dass die aufsteigen. Und ja. Ich bin Werder-Fan und das sieht ist eher etwas enger. Und daher, vielleicht auch daher hält sich bei mir der Entzug etwas in Grenzen. Wie ist denn bei dir, Jakob? Ja, also was ich spüre neben dem, was du gerade gesagt hast, ist halt, dass so ein bisschen die Struktur der Woche fehlt. Man gewöhnt sich da ja total dran, dass einfach, auch wenn man nicht beruflich mit Fußball zu tun hat, wie das bei uns der Fall ist, einfach jedes Wochenende Bundesliga ist. Das gibt einem so einen Halt, wie andere Leute einfach in die Kirche gehen jeden Sonntag und sich drauf freuen. Das gibt dem Wochenende auch so tageszeitlich eine Struktur und das ist einfach weg. Und jetzt sind die Tage ja zusätzlich eh noch alle irgendwie viel gleicher, als sie eh schon waren. Wochenende fühlt sich, kann man gar nicht mehr unterscheiden von den anderen Tagen, weil man arbeitet irgendwie immer oder man arbeitet gar nicht. Also ich fühle mich schon recht strukturlos, muss ich sagen. Was sind denn jetzt tatsächlich so Themen, über die ihr euch unterhaltet? Also weil der Fußballkosmos, der schweigt ja nicht. Es gibt ja ganz viele Diskussionen. Soll die Saison jetzt irgendwie beendet werden oder abgebrochen werden? Das ist natürlich für euch mit euren jeweiligen Fantümern einigermaßen entscheidend jetzt. Was sind so Themen, die euch momentan sehr umtreiben? Das Gute bei uns ist, wir können einfach, wir machen ja oft, also wir machen natürlich Witze zum laufenden Fußballbetrieb, ne, und zu der Entwicklung der Bundesliga, der Tabelle. Aber wir machen ja auch ganz viel Content oder Freddy und ich speziell ganz viel Videos zu dem ganzen Zirkus drumherum. Und wie du gerade sagtest, der Zirkus drumherum läuft ja ein bisschen weiter. Da gibt es ja Diskussionen. Und wir haben ganz einfach und logisch neulich ein Video gemacht, Fans in Quarantäne, um einfach eine Collage mit lustigen Szenen zu machen, wie es Fans wohl in Quarantäne gerade geht. Und eben so der VfB-Fan, der sagt, oh bitte, lass die Saison abbrechen, einfrieren und das so werten, wie es jetzt ist, weil dann würde der VfB nämlich aufsteigen. Während Werder Bremen in Form von Freddy in dem Film gesagt hat, ja wie, ist doch alles wie immer gerade, zu Hause ist schwierig und auswärts geht gar nichts. Also wir haben versucht, humormäßig sozusagen das Stay-Home-Gefühl, das Quarantänengefühl zu übersetzen auf die Bundesliga-Fans. Also mutmaßlich wird es ja nicht so sein, dass jetzt sehr schnell die Stadien wieder voller Fans sind. Also, ich denke auch. Und alle sind total entgeistert, Achtung Wortspiel, entgeistert. Oh Gott. Weil das ist ja so schlimm, ein Geisterspiel. Wie seht ihr das so persönlich? Also, das Interessante an dieser Zeit ist, dass sich, und das ist glaube ich auch okay, sowohl Meinungen über Corona und ob man es ernst nimmt oder nicht und genauso Meinungen zum Fußball können sich ändern. Wir müssen das ja alle gerade lernen. Und mir geht das zum Beispiel auch so, dass ich, es gab irgendwie ein Geisterspiel kurz bevor das alles abgebrochen wurde, dass ich geguckt habe, wo ich dachte, das geht gar nicht, das fühlt sich an wie so ein Trainingsspiel, was irgendwie mit so einer Handykamera übertragen wird und so. Oder so ein Jugendspiel, ne, wo man immer die Trainer und Eltern hört, die reinrufen. Genau, genau. Und deswegen ist es zum Beispiel, ändert sich diese Meinung ständig. Mir geht das ja auch so, dass ich dann zum Beispiel natürlich als Werder-Fan denke, wenn die Saison abbrechen, insgeheim denke ich, okay, dann bedeutet das, Werder steigt nicht ab, dann ist das die Rettung. Aber meine Meinung ändert sich ganz krass, dass ich inzwischen denke, nee, und das ist bei Werder glaubwürdig auch so, ehrlich gesagt wollen wir den Wettkampf, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und dann ist die Frage des Kompromisses, ist das cool, die Saison zu Ende zu führen mit Geisterspielen? Und inzwischen würde ich sagen, ja, aber aus einem speziellen Grund, weil es anscheinend ganz vielen Vereinen wirtschaftlich so schlecht gehen wird, wenn sie diese Spiele nicht austragen, schon allein, weil diese TV-Gelder nicht im Umlauf dann mehr sind. Und das ist der einzige Grund, sonst würde ich sagen, lasst es doch einfach. Ich möchte ganz kurz nur noch anfügen, ich sehe das wie Freddy, eine Sache, die vielleicht einen positiven Effekt hat, obwohl man das kacke findet,
ist, dass man mal merkt, was Fans im Stadion ausmachen. Ich glaube, bei der ganzen Diskussion um Fans und die sich ja auch oft über die Kommerzialisierung des Fußballs aufregen und ich glaube, in den hohen Etagen des DFB und anderswo wird ja sehr viel über den Kopf der Fans hinweg entschieden und da noch ein Turnier und hier noch ein Sponsor und hier noch mehr TV-Übertragung. Und jetzt vor allem die da oben, die merken jetzt mal, wie das ist, wenn kein Schwein ins Stadion geht und da keine Stimmung macht. Weil die haben ja immer so getan, als ob das egal ist. Es geht ums TV-Publikum, ja, die Fans im Stadion, blabipapo, das ist nett, Choreografie, ja, ist ja ganz nett. Aber jetzt merkt man mal, wie blutleer das ist und wie identitätslos, wenn die da vor leeren Rängen kicken. Glaubt ihr wirklich, dass sich auch über Corona hinaus dadurch was am Fußball ändern könnte? Oder meint ihr, dass es danach eher wieder Business as usual wird und alle sich wieder an die teuren Fußballlizenzen und an die TV-Lizenzen klammern? Ich glaube, es gibt eine Kurve. Es wird eine Zeit geben am Anfang, so wie sich, der Fußball ist ja nicht ganz so, er ist zwar ein Mikrokosmos, aber er ist ja auch verbunden mit der Gesellschaft, verbunden mit der Wirtschaft. Und deshalb wird es eine Kurve geben, in der die Wirtschaft sich erholt, in der auch dann zum Beispiel solche Transfersummen nicht mehr so hoch sein werden, weil die sich auch erstmal erholen müssen, weil man auch vielleicht dann ethisch, moralisch, vielleicht ein ganz kleines bisschen an der Stelle, sich mal zurückhält und nicht irgendwie so ein Neymar für 200 Millionen verkauft. Das wird erstmal nicht passieren. Aber ich denke, ehrlich gesagt, in ein paar Jahren, der Mensch ist ja ein schönes, vergessliches Tier wie Dory bei Findet Nemo, so 10 Sekunden später, war was? Also das wird wieder kommen, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja, wenn kein Spiel im Fernsehen stattfindet, dann fehlen natürlich auch viele TV-Gelder. Und den Vereinen geht es sehr, sehr dreckig. Jetzt haben sich so ein paar Fußballer und auch Vorstände gemeldet und so gönnerhaft gesagt, also wir verzichten auf 20%, weil wir wollen allen beistehen. Und wenn man das aber so ein bisschen runterrechnet auf deren Jahreseinkommen und dann auf die paar Monate, in denen sie auf 20% verzichten wollen, dann ist das ja bemerkenswert wenig Geld. Beziehungsweise ja, viel Geld, das sie immer noch bekommen. Wie seht ihr das? Müssten da eigentlich jetzt die Profis und Funktionäre mehr aus der eigenen Tasche leisten? Wenn man jetzt in dieser Phase, nicht mal jetzt, wo man merkt, wir haben eine Riesenkrise, wie sie selbst unsere Omas in der Form nicht hatten und Opas, wenn man jetzt nicht in der Lage ist, da mal ein bisschen cooler zu sein, was auch Gehälter angeht, dann weiß ich nicht, was es noch Positives leider ändern soll in Zukunft. Also ich finde, jetzt musst du eigentlich sagen, ey komm, mitgefangen, mitgehangen, so blöd das auch klingt, dann muss ich halt jetzt mal verzichten und das wird mich nicht umbringen. Und das geht danach weiter. Vor allem die Fußballer, weil wie genau, du sagtest, David, 20%, 20% für unser Eins oder für den kleinen Mann ist viel, aber für einen Fußballer, wenn du das auf sein Gehalt hochrechnest, eigentlich gar nichts und eigentlich mehr so, also für den, dem tut das nicht weh, das sagen wir ganz ehrlich. Das ist dann mehr so ein Zeichen nach außen. Und ich finde es auch immer schwer eigentlich finde ich es total blöd auch zu sagen, die Reichen, die sollen mal was abgeben und so. Aber in diesem, das ist eine komplett andere Situation. Und hier geht es einfach auch um ein Zeichen und diese 20%, David, die du erwähnt hast, das ist halt nicht das Zeichen. Ja, das ist halt so ein kleines Goodwill-Zeichen, aber ehrlich gesagt, das ist denen am Ende scheißegal. Dann handeln die vielleicht eine Prämie aus irgendwann in 2 Jahren, wo sie wieder ein bisschen mehr kriegen und so. Ich glaube, darf man nicht so ernst nehmen. Und der Fußball nimmt sich insgesamt ja einfach, er nimmt sich schon sehr wichtig und so. Und manche Stimmen, die jetzt kommen in der Diskussion, der Präsident von Hannover hat gesagt, der Fußball muss zurückkehren, das ist ein positives Signal für Zusammenhalt, bla bla bla. So, am Arsch die Räuber, dem geht's um Kohle. So, der muss jetzt mal, der Fußball muss nicht meinen, dass er hier so sozusagen religionsersatzmäßig den Leuten wieder Sinn gibt. Ne? Wir sind gerade dabei, andere Sachen zu entdecken und auch mal wieder vielleicht zu merken, Fußball ist einfach nebensächlich. Jetzt sind wir ganz schön deep und nachdenklich geworden. Wow. Lasst uns noch auf was. Ja, vielleicht kann ich das auflockern. Vielleicht kann ich das kurz auflockern. Ja. Mit Dingen, die man tun kann in dieser Zeit. Man, viele Leute, die räumen ja auf und so. Und du liest meine Gedanken. Ja, okay, ja, ich hab einfach dein Skript gesehen, das sehe ich hier durch die Kamera. Man kann zum Beispiel wochenlang versuchen, irgendwelche Kopfhörerkabel auseinander zu dröseln. Das dauert wirklich Wochen. Das ist, positiv. Ich finde auch positiv, dass man sich endlich mal gehen lassen kann. Ich meine, ich rasiere mich seit Ewigkeit nicht mehr. Ich kann euch mal zeigen, was hier abgeht. Ich kann nicht mehr zum Friseur. Man lässt einfach die Haare komplett wachsen in der Corona-Zeit. Lässt sich einfach mal gehen. Das ist doch auch mal angenehm, oder nicht? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, worüber du sprichst, aber... Das verstehe ich jetzt auch nicht, die Frage, was? Bei Freddy ist alles wie immer. Ich glaube, das ist der geeignete Zeitpunkt, um dieses schöne Gespräch mit euch beiden zu beenden. Vielen Dank euch beiden. Ebenso, vielen Dank.
Wie sieht es bei euch aus? Leidet ihr sehr, sehr unter der fußballfreien Zeit oder seid ihr auch ein bisschen froh, dass so mal ein bisschen Ruhe einkehrt und ihr nicht so viel von dem Sport mitbekommt, der euch vielleicht gar nicht interessiert? Schreibt es uns sehr, sehr gerne hier in die Kommentare. Bis dahin seht ihr hier ein Video, wo wir mit Manu Thiele gesprochen haben, der sich ja fast beinahe, könnte man sagen, mit Corona angesteckt hätte. Und hier seht ihr das Video, das die beiden Kollegen von Wurms gerade angesprochen haben, nämlich Fans in Quarantäne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.